Unser geistiger Vater ist Peter Brook und er hat ja dieses wunderbare Buch Der leere Raum geschrieben. Und das, so einen Raum suchten wir, in dem wir wirklich uns austoben konnten. Und ich habe mich erinnert, dass, also ich komme aus Leipzig, aus dem Stadtrand und habe mich an das Lindenfels erinnert. Und das stand wirklich frei und es war ein riesiger leerer Raum. Aber nur für den Dienst gebraucht, die Aufnahmen heute. Werden spätere Generationen mich dann fragen, was hat Mike Stolz hier ausgegraben? Nach welchem Schatz von Lindenfels hat er gesucht? Du gehst in einen Raum und der ist leer. Und dort gibt es einen Mensch, der eine Vision hat. Und in dem, was er tut, mit diesen simplen wenigen Mitteln, nur mit sich zum Beispiel, mit seiner Sprache, mit seiner Bewegung, schafft er diese Welt, um diese Vision sichtbar zu machen. Also man braucht nicht diesen ganzen Apparat von Theater drumherum. Und der Preis ist, wenn man so eine lebendige Arbeit macht, dass man immer so am Rande der Kraft, Nerven und des Existenzminimums lebt. Keine Ahnung, ob ich irgendwas tun kann. Also Plagwitz war sehr, sehr öde und leblos eigentlich. Es war überhaupt nicht die Entscheidung, wir gehen jetzt in diesen Stadtteil, weil der so spannend ist, sondern es war dieses Haus, was frei war. Und es war auch spannend, gerade in so eine absolute soziale Brache fast hineinzugehen und versuchen, dort wieder was Lebendiges hinzubekommen, wieder was Ansteckendes. Weil das so rund gegipst ist hier. Ne, das ist die Kuppel unten. Ja, nee, hier überall. Ja, weißt hier, du, das hier. Da kann der Vorhang drin sich aufgerollt haben, Ah! Wie es früher war. Ihr wisst, was sie gemacht haben? Die haben den Vorhang da gemacht. Genau, das ist die Rille, die man unten sieht. Das ist der Stoff, das haben die ja jetzt so gemacht. Also hier auf das Holz noch drin. Das haben die einfach reingesteckt und drin. Aber da muss doch bestimmt irgendwie eine Rolle oder was gewesen sein. Wenn die den hochgezogen haben. Nee, ich nehme an, den haben die seitlich gezogen. Wenn der hochzieht, muss er eine Rolle haben, aber das sah nicht wie Rolle aus. Als wir das Haus gefunden haben, das war eigentlich auch spannend, deutete eigentlich nichts darauf hin, was sich da für eine Perle unter diesen ganzen Schichten verbirgt. Diese ganze Atmosphäre, dieser marode Charme, wie er dann immer genannt wurde, der kam dann erst vor.
Wir haben das gehofft, dass das passiert. Und nach 10 Jahren haben wir uns angeguckt, es passiert ja immer noch fast nichts. Also das war fast enttäuschend, weil wir hatten gehofft, dass es schneller geht eigentlich. Aber es ist dann doch passiert, ja. Langer Atem. Das Schwierige heute, wenn man sowas anfängt, man kann viel mehr absehen, was das eigentlich alles für Probleme birgt, die ganze Geschichte. Und das ist gut, dass wir das nicht geahnt haben, was da alles auf uns zukommt. Und dann waren wir mittendrin und wir wollten weiter. Also wir wollten es verwirklichen. Punkt. Also da sind Leute weggegangen, die mir sehr wichtig waren oder die auch ganz wichtig fürs Projekt waren. Und das hätte, glaube ich, mit sehr wenigen Dingen, also mit sehr wenigen klügeren Gesprächen, als wir sie so emotional und radikal hätten führen können. Also wir hatten Unmengen von Zündstoff und Sprengstoff war da ständig drin, weil wir nur alle mit diesem Enthusiasmus dabei waren. Das hatte was Radikales. Wobei eben auch der theatralische Übergang von euch zu den Artisten noch nicht klar ist. Ne? Das ist ja auch nicht der Punkt. Ob man da erstmal mit dem Film dazwischen geht? Wisst ihr?
Also wir hatten unglaublich viele Ideen, wie man internationale Theatererkundung umsetzen könnte. Die erste war halt, sich das Thema Golem zu nehmen. Und dann sind wir sehr oft nach Prag und nach Brno gefahren, haben dort in den Theaterschulen und Kunstschulen nach Partnern gesucht und nach Mitstreitern. Und haben zum Glück in Prag eine Berlinerin getroffen, die Beata, und die hat dort Bühnenbild und Puppenbau studiert. Und die konnte uns dann helfen, die Brücke zu bauen, auch sprachlich. Das war nicht alles mit Englisch möglich. Und dadurch haben wir ganz tolle Leute kennengelernt, die dann gekommen sind tatsächlich. Also das ist ja dann auch immer noch, dann kommen die wirklich nach Leipzig und machen mit uns diese verrückte Inszenierung und haben dann weiter aus Amerika kam noch jemand, der zwar in Deutschland lebte, und wir haben wirklich geguckt, dass wir ganz viele Einflüsse und Hintergründe zusammenbekommen. Also schon nur unseren Hintergrund der Schule, wo wir herkamen, aus Ost-Berlin, und die Schweizer Schule waren auch schon Welten, die da zusammenkamen. Und das war für uns wichtig, dass das zusammenkommt und in so einem großen Schmelztiegel lebendig wird. Ich habe irgendwann mal gesagt, das ist eine fleischfressende Pflanze, dieses Haus. Also das war teilweise extrem. Also Sisyphus ist absolut ein super Wort dafür. Es ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit. Wenn man Sisyphus liebt, toll. Ja, das ist Sisyphus einfach. Diese Arbeit, das Aufbauen, hat ganz viel mit diesem Mythos am Ende zu tun. Ich habe nie über Sisyphus nachgedacht, als ich mittendrin war, aber wenn ich jetzt so drauf gucke, doch, das ist. Also wir hatten das große Glück, dass immer mal die Kugel oben blieb. Also so ist es dann doch nicht, aber die ist sehr, sehr oft wieder runtergerollt auch. Du gehst in einen Raum und der ist leer. Und dort gibt es einen Mensch, der eine Vision hat. Und in dem, was er tut, mit diesen simplen wenigen Mitteln, mit sich zum Beispiel, mit seiner Sprache, mit seiner Bewegung, schafft er diese Welt, um diese Vision sichtbar zu machen.
Thank you.